Mamis und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Wir sind jetzt gerade noch zu Hause und werden demnächst rausgehen, aber es ist immer verdammt heiß. Und für Isaiah ist es richtig hart mit diesen Haaren und er schwitzt total. Und ich habe jetzt ein bisschen Wasser raufgesprayt auf seine Haare und werde ab jetzt einfach immer einen Zopf machen. Und wir haben noch ein bisschen Zeit, bis unser Auto da ist. Deswegen mache ich ihm mal die Haare. Ich habe das Gefühl, wenn die Haare in einem Zopf trägt, so wie ich, ist sie nicht so heiß. Darf ich kurz? Es glaubt dann jeder, dass er ein Mädchen ist, aber egal, solange er nicht so sehr schwitzt. So. Jetzt hat der Mister einen kleinen Dutt. Und so schaut der Dutt aus. Da sind noch ein paar Lockies, die nicht in den Zopf wollen. Aber den größten Teil haben wir in den Zopf hineingebracht. Oh, sorry. Wir haben es geschafft, ihr Menü. Sehr schön. Wir sind jetzt in Kilimanjaro und ich esse hier Fried Rice mit Chicken. Ganz basic, schmeckt aber sehr gut. Wir haben jetzt nicht Hunger. Ja, wir essen mal, dann sehen wir uns gleich. So, wir sind jetzt fertig mit dem Essen. Und das ist meine Cousine, my cousin Gabi. Hi. Introduce yourself. I'm Gabi. Your age? Oh no! Ich mag gar nicht sagen, wie alt sie ist. Sie wird uns ein bisschen begleiten. Sie ist extra von einer anderen Stadt hergekommen, weil sie gehört hat, dass wir da sind. Und ist jetzt das Wochenende mit uns. Wir steigen jetzt auch wieder ins Auto und fahren weiter. Der Typ gibt's Money! Oh mein Gott! Okay, gut, wir hauen ab. Okay, mal kurze Zusammenfassung, was das gerade war. What happened right now? I really can't explain. Das war jetzt echt wild. Also, wir haben beschlossen, jetzt zu einem Funpark zu gehen in Oakland, also so ein Kinderspielplatz. Und als wir vom Auto ausgestiegen sind, sind Männer gekommen, haben Musik gespielt, haben getanzt. Ja, weil hier gibt's eine Hochzeit und da sind ein paar Musiker da. Genau, Musiker waren da und haben für uns haben getanzt. Sind auf uns zugekommen und wir dachten uns nett und Ono hat ganz traditionell, wie man das macht, ein paar Scheine fallen lassen. Ich wollte halt ein bisschen Geld geben den Sängern, weil sie sich die Mühe machen und für uns singen. Und dann habe ich noch einen Tausender genommen, das sind so 2,50 Euro. Wenn es von der Seite einer gekommen hat, die 1000 Naira geschnappt. Die anderen waren natürlich voll, warte. Isaiah läuft wieder weg. Und dann waren sie natürlich angepisst, klarerweise, weil das war ihr Geld. Und dann kommt irgendeiner, snatcht das Geld. Und der hat dann voll in die Fresse kassiert von den anderen, weil er ihnen das Geld wegklauen wollte. Also richtig schlimm. Ja. Ich bin jetzt gerade voll baff. Naja, auch ein interessantes Erlebnis. Isaiah, was magst du machen? Was magst du machen, Baby? Was? Mit was möchtest du? Oh, Mama, ich kuschel die Mama. So süß. Und wieder weg ist er. Isaiah, komm zurück. Komm.
Hello, hello boy. He's very active. I can see. Always running around. I can see. He's a big boy, huh? Yes. I love this kind of baby. You like? Yes. He will make you tired. This baby, yes. He will be good on the tired of me. I love baby that's always active, playing, yeah. And active. Always, always. I think I love your baby. Opa, setzt ihr euch? Er freut sich schon. Jesu! Ich gehe mal zu meiner Cousine. Wisst ihr, ich bin so eine nervige Cousine. Sie ist sehr schüchtern und sie redet nicht gern. Sie sagt, dass sie antisocial ist und ich muss sie brechen. So. So, you're sure you don't want to go on the ride? Mm-hmm. Very sure, I don't want that. It looks exciting, right? It doesn't look exciting. But let's go on this one. No. Are you scared? This is good for you. You'll be then more social. No, I don't think this one can make me social. So she's studying, sie studiert, computer science. What is that in German? It's like IT, right? Yeah. And if you're done, do you want to leave the country or you want to work here? Yeah, because I want to expand and yeah. I don't think I can get it here. Yeah. Come to Austria. Come to Vienna. If you invite me, yes, yes. If we have our own apartment, because right now we're living with my mama. Okay. Kedu. Is that a hi? Hi. Hi. So wir sind noch jetzt schon beim nächsten Ort und zwar gehen wir zu ShopRite, das ist so ein, oder Polo Park heißt es eigentlich. Es ist ein Einkaufszentrum, wo man auch essen kann. Sie haben auch hier Karusselle. Irgendwie schaut das hier sehr lebendig aus und nach Spaß. So, ihr könnt mich nicht hören, aber wir gehen jetzt da hinauf. Bekommen eine tolle Aussicht über Enugu. Cannot do for you as long as it is for you, it's cool. More, nothing more. I cannot do for you as long as it is for you, it's cool. Hold on, Father, leave me you, my baby. Yes, best mommy, my darling. Yeah. Father, leave me you, my baby. Yeah, best mommy, my darling. So Gabi, do you like the idea of pushing a baby stroller? Was it too early? It's not too early for me. I'm really old. Oh, so you want to be a mommy? Who wouldn't want to? Who wouldn't want to? You want to take care of Isaiah for one day, you will change your mind. I'm very sure about that. Weil Isaiah einfach so energiegeladen ist. Alle sind fertig, nachdem sie Isaiah haben. So, wir verlassen jetzt auch den Polo Park und gehen nach Hause. Unser Auto ist schon da. Wir sehen uns dann einfach später. Wunderschönen guten Morgen. Wir sind gerade in einem Kekenapep. Das ist sowas wie ein Tuk-Tuk oder Rikscha. Das kennt ihr ja schon von meinen Vlogs aus den anderen Ländern. Heute ist Sonntag und wir fahren zum Gottesdienst. Da ist Ono und Isaiah. Und wie ihr vielleicht sehen könnt, sind wir einheitlich gekleidet. Diese Outfits habe ich in Südafrika schneiden lassen. Eben für einen besonderen Anlass wie der Gottesdienst. Ah, und wir sind schon da. Damit ihr ein bisschen so Feeling und die Stimmung mitbekommt, werde ich euch ein paar Eindrücke zeigen. Ich zeige mal dein Outfit. Das ist Isaiah's Outfit. Das ist meine Auntie. Hello. We are the church. Yes. Oh, and my beautiful cousin. Look at you. Oh, again. Oh, you look nice. And she's single. Also was ganz typisch ist, man zieht sich recht schick an für den Gottesdienst, wie ihr bei meiner Cousine und bei uns erkennen könnt. Sie hat den Gottesdienst in der Früh besucht, der ist auf Englisch und wir wollten mit Absicht den Gottesdienst auf Igbo, also die Sprache meines Vaters, weil das angeblich mehr Spaß macht, mehr Action, mehr Musik, mehr Fun und darauf freuen wir uns. Bye.
Der Dude meldet sich wieder. So, das war unser crazy Wochenende. Crazy wegen dieser aus dem Nichts kommenden Schlägerei. Und schön, weil wir in der Kirche waren und einfach gechillt haben am Sonntag. Es ist noch immer Sonntag und hier ist irgendwie voll die tote Hose, also nichts los. Es haben auch nicht wirklich viele Geschäfte in der Gegend hier offen. Nach der Kirche haben wir gegessen und haben gechillt. Das war uns dann doch zu langweilig. Und dann ist auch der Strom ausgegangen. Dann war es noch langweiliger. Dann dachte ich mir, okay, gehen wir einfach in ein Hotel. Das haben wir schon jetzt zum dritten Mal gemacht. Weil es eben so verdammt heiß ist und nichts offen hat, ist die beste Option, sich einfach in ein Hotel zu setzen, etwas Kühles zu trinken und ich kann dann an meinem Vlog arbeiten. Ich stehe noch gerade vor dem Hotel. Das ist so 5 Minuten vom Haus entfernt, was echt mega praktisch ist. Und nur ganz kurz zur Info, nicht, dass ihr denkt, dass Omi irgendein Protzer ist und so mit Geldscheinen herumwirft. Nein, das ist ganz normal in meiner Kultur, wenn man tanzt, bekommt man Geld. Normalerweise klebt man auch die Scheine auf den Schädel. Wenn man richtig schwitzt, was immer der Fall ist, kleben sie sogar. Also dann siehst du nur Leute, die herumtanzen mit Dollarscheinen am Schädel. Aber das ist ganz normal, das machen wir hier so. Was nicht normal war, war der Kampf. Das war definitiv nicht normal. Aber ja, wir werden jetzt da reingehen, ein paar Stunden uns hier abkühlen. Ich werde meinen Vlog schneiden, den ihr dann auch sehen werdet. Der Vlog wird besonders interessant, weil wir da eine Sightseeing-Tour machen und wir suchen, gibt es euch das Pyramiden in Enugu. Es gibt nämlich hier Pyramiden und ob ihr die gefunden habt, werdet ihr dann im Vlog sehen. Ich hoffe, euch hat dieser Vlog auch gefallen. Wenn dem so ist, dann gebt mir einen Daumen hoch. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Falls ihr den nächsten Vlog nicht verpassen wollt, dann wisst ihr, was zu tun ist. Einfach abonnieren und ihr seid immer up to date mit den neuesten Videos. Dann sage ich vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Selfless mommy. Selfless mommy.